Hallo, guten Morgen. Aufgewacht, die Sonne lacht nicht. Es regnet. Heute Nacht hat's getrascht in Strömen. Ach, Mann, Mann, Mann. Und da wollte ich doch heute ein bisschen in die Stadt mal. Aber doch nicht bei dem Regen. Also, meine Lieben, jetzt gehe ich mich anmelden. Dann laden wir erstmal hier ab. Im Werk, dann fahren wir in das andere, an die andere Abladestelle und dann gucken wir mal, wo wir überall Leergut laden müssen. Wahrscheinlich müssen wir rüber in die Bellinger Höfe. Also ich melde mich wieder, wenn ich hier abgeladen habe und wenn ich hier das erste Leergut geladen habe. Falls wir rüberfahren in die Bellinger Höfe. Alles klar? Bis denn. So, jetzt bin ich hier im Werk fertig. Und jetzt fahren wir rüber in die Bellinger Höfe. 8 Behälter holen. Naja, das sind wir ja gewöhnt, dass es da immer wenig gibt. Hoffentlich haben sie auch die 8 da, nicht, dass ich umsonst dann überfahre. Das wäre ja blöd, wenn das wäre. Naja, ich denke, ich werde noch vorm Schichtwechsel drankommen. Bis 13:30 Uhr haben sie ja Zeit, mich zu beladen. Um 13 Uhr sind wir drüben. Ja, das wird schon klappen. So, der qualmt ja. Und stinkt. Oh, der stinkt, Alter. Lüftung ausmachen. Der stinkt wie verbranntes Plastik. Was verheizt denn der in seinen Motor? Oh ey! Was ist denn das für eine Möhre? Der qualmt ja mehr als unser Wohnmobil. Meine Fresse! Und stinken tut das Gelumpe. Und der will auch noch in die Richtung, in die ich will. Das ist doch nicht zu fassen. Hast du dich jetzt ein bisschen verkatapultiert, wenn du dich vorgedrängelt hast? Hast du den ganzen Dreck in dein Auto? Bin ich wieder fein raus. Hat doch auch mal was Gutes, wenn sich PKWs vordrängeln. Der Neckar und die Sulm. Die machen Neckar-Sulm. Steht ja mal interessieren, wie dann die Kinder von Neckar und Sulm heißen. Nexu. Nexu. Alter, hat der gerade eine Qualmwolke gemacht. Die steht immer noch da vorne, wo der fährt. So, sind wir doch gleich da. Noch hinten bis zur Stoppstraße, wo wir stoppen müssen. Und dann links und dann geradeaus sind wir dann schon dort. So, na dann wollen wir mal ordentlich stoppen. Damit sich die Gemüter nicht wieder erhitzen.
Wie hat Farid D. gesagt? Alle Räder müssen stehen. So, Farid D., wollte ich dir noch sagen, das ist übergreifend, wenn du eine Hand nach der anderen drehst. So drüber, über die anderen. Und umgreifen ist, wenn du so lenkst. Also eine Hand lenken, die nach anderen nachgreifen. Eine Hand lenken, die andere nachgreifen. Das ist übergreifen und nachgreifen. Und übergreifen soll nicht sein. Hast du, denke ich, doch in der Fahrschule gelernt, oder nicht? Also wird nachgegriffen. So. Und so wie es aussieht, sind da massig Autos da. Na prima. Wegen 8 Behältern. Ach nee. So, Leute. Ach, Freitag ist. Fertig bin ich. Jetzt geht's Richtung Bamberg tanken. Und dann geht's nach Saalburg, nee Quatsch, nach Schleiz abladen. Und vielleicht sogar gleich wieder laden, das weiß ich aber noch nicht. Das erfahre ich dann nachher erst. Und dann heim. Dann ist Feierabend. Geh blasen. Und nochmal zu dir, alter Schwede. Peter, mein Guter, du hattest doch vorige Woche das bemängelt wo ich gesagt habe, dass ich erst immer einen Hänger belade und dann eine Maschine. Und da hast du doch was geschrieben mit vollen Hänger und leerer Maschine und bla bla. Also, pass auf. Erstens, pass auf, klingt blöd, ne? Nee. Erstens mache ich selten eine leere Maschine. Es geht bloß darum, dass das Umhängen schneller geht, wenn ich einen Hänger bloß abhänge, als wenn ich einen Hänger anhängen muss. Das heißt also, ich belade erst einen Hänger, ich weiß ja, was drauf muss aufs Auto, und dann kann ich das ungefähr einschätzen, so halbe halbe. Und dann wird erst der Hänger beladen und dann die Maschine. Oder aber ich habe auch schon eine Maschine leer gehabt. Wie heute zum Beispiel habe ich die ganze Ware auf dem Hänger. Da habe ich nichts auf der Maschine, weil die Ware, das Leergut, was ich drauf habe, wiegt gerade mal 3 Tonnen. Der Hänger wiegt 5 Tonnen. Das heißt also, es wiegt zusammen 8 Tonnen. Die Maschine wiegt leer 11,5 Tonnen. Also demzufolge ist die Maschine schwerer leer als der Hänger beladen, und das ist zulässig. Das Zugfahrzeug muss schwerer sein als das ziehende Objekt. Egal, ob du jetzt ein Auto abschleppst oder einen Hänger hinten dran hast, das ziehende Fahrzeug muss immer schwerer sein als das gezogene. So, und wenn ich bloß leichtes Zeug auf dem Hänger habe und das Gewicht nicht erreicht ist, dass das Gewicht von der Maschine übersteigt, dann kann ich das ganz bequem machen. Dann passiert da gar nichts. Ups! Na toll!
aber es nützt ja alles nichts. Mal gucken, ob die alle tanken wollen. Ach, Leid! Wow, alles neue Scania. Guck an, zwei, vier. Vier neue Scania. Schau an. Fahren wir hier hinten raus. Habe ich jetzt aber Glück gehabt mit dem Tanken, ne? Ich dachte erst, die drei, die vor mir standen, die wollten alle an die Tankstelle. Aber die wollten gar nicht tanken. Die haben auf die Werkstatt gewartet. Also bin ich rangefahren an die Tankstelle. Also Leute, ich fahre jetzt erstmal auf den Parkplatz raus. Hier ist gerade voll das Unwetter und Sturm. Gewitter und seht ihr ja, was los ist hier. Und ich habe ja nur ein halbvolles Auto. Aquaplaning und Sturm ist Gift. Also geht es jetzt erstmal hier Bad Berneck raus. Ist ja übel hier. Alter, mich beutelt es hier rum. Nee, das muss ich nicht haben. Mit einem halbvollen Auto brauche ich sowas nicht. Ich fahre jetzt hier auf dem Autohof und warte erst mal ab, bis sich das hier beruhigt hat. Alter, guckt euch mal die Wand an. Boah, ey. So, das Unwetter ist vorbei. Können wir auch weiterfahren. So, meine Lieben, jetzt ist Schluss, Feierabend. Na, guckt mal hier drüben zum Fenster raus. Seht ihr es stehen? Da stehen zwei neue Scania-Zugmaschinen. Nagelneu. Und unten in Bamberg standen fünf neue. Die habt ihr ja gesehen, wo wir weggefahren sind beim Tanken. Nicht da. Bin ich ja gespannt, wer die kriegt. Also ich will keine, ich will mein Jumbo behalten. Naja, gut. Also wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Wochenende. Freitagabend, 21.12 Uhr. Boah. Also meine Lieben, in diesem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn, Stau- und kinderfreie Fahrt, haltet schön eure Stoßstangen sauber, schönes Wochenende und tschüss bis Montagmittag.